Ja, hallo und hier ist wieder Anna Marie und zwar mit einer neuen Folge von Mr. Proper. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und wie gesagt, die Update-Reihe von Mr. Proper geht weiter. Wir fangen jetzt quasi hier neu weiter, oder spielen jetzt hier weiter mit Version 1.12.d. Also, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Guti, Tag 49 waren wir schon. Hei, 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 hei. Wie ihr seht, gespeichert am 26.03. Wir haben jetzt den 3.04. Ich habe jetzt in den letzten Tagen doch mal ein bisschen vermehrt Kohlen gespielt und Kohlen geschnippelt. Jetzt liegen noch mal ein paar Tage ein bisschen dazwischen. Deswegen erstmal ein ganz kleines bisschen wieder reinkommen. Und ja, mal schauen, was wir ja, in dieser Aufnahmesession hier ganz gemütlich gemeinsam schaffen. Lädt er irgendwie gefühlt Stunden? Ah. Verdammt, ich bin am Verhungern. No! Sitzt da mal aber Jens schnell hin, ne? Und iss mal. Hab ich nichts mehr zu essen? Oh. Fuck. Dann pack dir mal die Rehkeule und das Wurstfleisch hier rein. Komm. Okay, der Briefträger ist nämlich jetzt auch nicht da. Ich gucke mal ganz kurz hier auf den Kalender, wie das war. Okay, der ist auch die nächsten 2 Tage noch nicht da. Ach, Scheiße. Besser. Okay, wir nehmen uns als Altfeld, machen hier das Wasser mit. Gehen mal ganz gemütliche Runden. Gießen wir unsere Pflanzen. Tack, hier können wir auch ein bisschen ernten. Wunderbar. Habe ich das nämlich hier. Oder konnte ich das nicht, diese komische. Ah, hier war noch dieses mit den Bären. Ich die da auch reinpacken? Trocknen. Ja, cool. Ich mache mal ganz kurz die Musik hier wieder ein bisschen lauter. Weil der Ausschlag hier bei OBS war gerade gefühlt nicht existent. Okay, was mussten wir jetzt hier noch machen? Wir müssen immer noch einen Geigerzähler finden, wir müssen immer noch eine Brille für Bob finden. Beendet Phase 2 des Raketenbaus, benötigt 60 Metall, 20 Plastik und künstlichen Horizont. Repariere die Seilbahn in Waldebene 4 und dafür brauchten wir 20 Plastik und 10 elektronische Bauteile. Eieiei. Das ist Phil. Karottensamen, Orange, Gurama, Gurke, Mais, Salat. Ja, die Rübensamen hier noch mit. Schnellpflanzen. Ah, ist natürlich das Wasser leer hier. Tack. Wunderbar. Das kann ich von der Farbe her ändern. Das ist ja cool. Ich nehme das mal ganz kurz mit. Und mach das lieber mal hier hin, weil dann kriegen die nämlich ein ganz kleines bisschen mehr. Ein bisschen mehr Licht hier ab. Und dann gucke ich mal ganz kurz, ob ich nochmal so eine komische Leuchte machen kann. Wo waren die denn gewesen? Ja. Ah, da bräuchte ich hoffentlich Plastik und Glas dafür. Und ich bin fast fertig mit Plastik. Puh. Lesen. Umdrehen. Lesen. Künstlicher Horizont, den habe ich leider noch nicht. Aber. Und 60 Metall natürlich auch nicht. Und 20 Plastik. Aber für die Seilbahn brauchte ich ja auch 20 Plastik und 10 elektronische Bauteile. Wie haben wir denn davon? Aktuell ein. Gewächshaus wäre auch geil. Das bauen wir mal. Ich will es einfach mal ausprobieren. Ob er da dann rummeckert irgendwo, wenn man sich das in den Garten irgendwo reinstellt.
So, kommst du dahin? Das Gewächshaus. Nur Samen. Ah. Okay, mal gucken, was wir da für Samen reinpacken können. Ich würde ja auch mal so einen Orangensamen. Den nehme ich mal mit. Gurke. Rüben. Mais. Salat. Gurama. Sonnenblumen. Ich nehme einfach mal ein paar mit. Wir gucken einfach mal, wie das funktioniert. Orangensamen. Klappt das? Jo. Geil. Ich hoffe nur, der Typ beschwert sich denn darüber nicht. Kann ich noch so ein Gewächshaus bauen? Ja. Mal Nummer 2. Gegen Gewächshäuser dürften die doch eigentlich nichts sagen. Okay, dann flieh. Hä? Ich komme dort nicht hin. Wie? Warum zeigt er hier den Bergbau bei mir nicht mehr an? Das wundert mich ein bisschen. Die Batterie ja leer, oder wie? Ist nämlich so stockenduster. Bauen. Klack. Mit dem noch daneben. Und hier auch. Tschum. Hier hatten wir nämlich noch die Gurkensamen. Und Sumpfsamen. Juhu. Ich brauche Wasser. Ah, okay, warte mal. Dann nehme ich doch mal hier. Abholen. 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 Und dann gieß hier mal bitte. Wunderbar. Und dann leg dich mal bitte hier hin und schlaf ein Hündchen. Wie gesagt, viel handeln können wir nicht. Der Typ ist ja leider, doch, ich sag mal. Erst in 2 Tagen ist der Dings wieder da. Der Postman. Bis dahin können wir leider nichts verkaufen. Anpflanzen, gießen und ernten erhöht deine Vorbereitung. Okay, also vorbereitungsmäßig sind wir gerade, glaube ich, auf einem ganz, ganz guten Weg. Ich hau mal die Dinger da noch mit rein. Das hat man ausgeleert. Okay, dann gießen wir hier gleich nochmal. Zack. Und zack. Das ging schnell. Dafür braucht man ein Hochbett. Hier hat man Rübensamen, Maissamen und Salat. Machen wir doch mal hier. Schnellpflanzen. Wunderbar. Ich brauche Wasser. Jim, Jim, Jim. Dann packen wir hier mal das restliche Wasser rein. Oh, haben wir gar nicht mehr. dann nehme ich nochmal so ein 5er-Ding mit auf Tash. Und sage, wir kochen uns mal 2 Karottensüppchen. Packen wir rein. Warte mal, da war doch Leute, das im Energy Drink drin, oder? Jo, geil. Kochen. Wo war der? Ja, Energy Drink. Geil. Den nehme ich auf alle Fälle mit.
man die mal wieder in den Kühlschrank hinein. Ein Süppchen esse ich mal. Wunderbar. Das Wasser hier unten wieder irgendwie reinkloppen. Okay, dann gucken wir mal, was wir hier noch irgendwo Schickes machen können. Wir gucken mal zur Mine. Wenn du deine Händler auflevelst, schaltest du mehr Sachen frei. Okay. Ich will mal ganz kurz mal zu Bob mal gucken. Ob der uns noch irgendwas Schönes anbieten kann. Eventuell vielleicht ja sogar auch mal einen Geigerzähler. Das fände ich ja mal richtig geil. Hast du noch irgendwas für mich? Reden. Okay, hier könnte ich erstmal Gold noch verkaufen. Das ist gut. Eine Spitzhacke, irgendwelche Bücher. Pfeffelglas könnte ich da noch kaufen. Ich rede mal mit Bob. Ah, du bist Mr. Prepper. Ich habe dich nicht kommen sehen. Verstanden. Hast du eine Brille für mich mitgebracht? Leicht. Das war sogar ein bisschen lustig. Nein, ich habe deine Brille noch nicht. Poster? Ja, aber... Oh, was ist das denn? Das ist auch nur... PC? Ja, leider nichts. Schade. Sind wir eigentlich gerade ausgerüstet? Wir haben die Pistole mit 4 Schuss. Und wir könnten die Axt hier ein. Und das Ding. Okay, geh mal raus. Dann gucken wir mal in die unterste Ebene nochmal rein. Zu aller großen Not sammeln wir einfach nochmal ein paar. Wie heißt es? Ein paar Pilze. Hier haben wir nämlich noch ein bisschen Öl. Auch dann. Damit brauchen wir Treibstoff. Das ist natürlich verständlich. Okay, ich habe leider die falsche Waffe gerade auf Tisch gehabt, aber egal. Wir konnten die Dinger jetzt mindestens auch killen. Das ist schon mal gut. Jetzt komm, hau das Ding weg. Noch was? Nee, okay, dann nehmen wir das hier noch mit auf Tisch. Alter, ist das hier verwinkelt, ey. Ja, los, komm, komm. Puh. Ach, hier war nichts mehr. Ah, scheiße. Da waren wir da, also waren wir da leider schon gewesen. Hab ich jetzt noch irgendwas, das ich hier essen kann? Jo, alles essen. Leider nicht. Okay, hier runter. Da waren wir auf alle Fälle schon. Gucken wir mal den Stollen hier, oder können wir noch eins runter? Okay, also anscheinend haben wir jetzt hier alle Punkte schon mal gefunden. Dann gucke ich noch mal in Stufe 4 hinein, ob wir da irgendwo noch was mitnehmen können. Aus unseren, Bohrer hier. Oh, Öl. Das ist schon mal gut. Auf Ebene 3. Wir hatten ja überall noch ein paar Sachen reingepackt. Ja, da ist nichts mehr. Ebene 2. Zumindest haben wir noch mal ein bisschen Öl, dass wir unsere Raffinerie an der Stelle auch betreiben können. Schade.
Ah, dann mach dich ab nach Hause. Bevor du mir hier einpennst. Benutzen. Beziehungsweise, ich guck mal ganz kurz zum Schrottplatz, ob der vielleicht noch irgendeine neue Quest oder so für mich hat. Meistens sagt er ja immer, komm bitte zu einem späteren Zeitpunkt wieder. Hallo Mr. Prepper, schön dich zu sehen. Hast du die Gerüchte über die Radiosendung aus, du weißt, dem Süden gehört? Nein, aus dem Süden. Meinst du Mexiko? Ich habe diesen Namen schon eine Weile nicht mehr gehört. Sogar ich habe teilweise die Propaganda der Agentur in meinem Blut. Ja, aus Mexiko. Es gibt Gerüchte, dass Leute ein Radiosignal empfangen, aber zu schwach ist, um zu verstehen. Ich habe es mit meinem Radio versucht, um etwas zu empfangen, konnte aber auch nichts verstehen. Aber ich glaube, dass es kein normaler Radiosender ist und sich die Nachricht wiederholt. Eine Übertragung aus dem Ausland? Aufregend! Vielleicht könnten wir versuchen, mit dem Auto ein besseres Signal zu bekommen, indem wir in die Wüste fahren, südlich von hier fahren? Das habe ich mir auch gedacht, aber das Problem ist, dass das Radio im Auto kaputt ist. Ich könnte es mit ein paar anständigen elektronischen Teilen reparieren. Okay, würdest du mir ein paar anständige elektronische Teile besorgen, damit ich das Rad reparieren kann? Jo, klar, kann ich versuchen. Gib Joe 5 elektronische Bauteile. Was? Mach mal bitte ein Nickerchen. Oh. Ich merke gerade, wir haben kein Dings mehr. Holz, 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 Holz. Da. Wir müssen die Öfen mal wieder hier befahren. Und abholen. Sehr schön. Okay, wir hatten nämlich jetzt noch hier 4 Metall und ein bisschen Holz. Okay, Metall haben wir jetzt hier. 10. 40 Stein. Stoff, Erde, Glas, Plastik. Okay. Trockner hat man schon gebaut. Wo war denn hier meine Raffinerie? Hier. Oh, cool. Cool. Okay, dafür brauchst du Wasser, ist auch nicht schlimm. Dann hole ich hier das Wasser mal nochmal ab. Da auch. Hier auch. Und dann leg ich mit schlafen. Okay, heute kommt der Dude, der Agent. Bin ich ja mal gespannt, was er sagt zu unseren zu unseren Gewächshäusern, ob das erlaubt ist oder nicht. Drehen wir das hier schon mal um, nicht, dass ich es vergesse. Zack. Öffnen. Jetzt ich mal hier so eine kleine Suppe. Dumm. Ah, das. Ah, durch das wahrscheinlich, dass es hier draußen geregnet hat, ist es jetzt hier voll. Ah. Okay, gut. Dann brauche ich nämlich nur hier unten gießen. Dann hau ich die mal da raus. Öffnen. Hau hier die Bärchen gleich rein. Dass ich nicht vergesse. Dann koch dir mal bitte noch ein Karottensüppchen. Danke. Da hauen wir hier mal die Bären rein und das Süppchen. Sehr gut. Nimmt auf einmal Altpapier an. Das ist ja auch nicht schlecht. Muss man auch erstmal wissen. Okay, ich hab. Haben wir noch irgendwas, wo man. Okay, Plastik. Brauchten wir 20 Stück? Ich glaube, ich hatte 18. Dann nehme ich mal hier 2 mit. Handeln. Und irgendwo brauchte ich elektronische Bauteile. Hier gab es was. Da gibt es Stoff. Elektronische Bauteile. Wo seid ihr?
Ja, das Poster bringt mir nicht allzu viel. Schrott.